Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir sind in der Weißsteinsenke. Zum zweiten Mal, mehr oder weniger, nachdem wir die Certainly. Weißsteinsenke in einem Fiebertraum hinter uns gebracht haben. Mein Plan ist es, hier rumzulaufen. Hier rumzulaufen und dann zur Höhle und dann wieder hier raus. Und hier gibt es Plünderer. Hello. Hello. Glaubst du, diese gekräuselten Symbole heißen irgendwas? Was auch immer der für Probleme gerade hatte. War ein Fernkämpfer, der einfach so in den Nahkampf stürmt? Außergewöhnliche Armbrust. Okay, ich habe einen guten Freund, der ist, glaube ich. Grundsätzlich besser. Okay, die außergewöhnliche Armbrust hat eben mehr Ömpf. Ich habe aber mehr Genauigkeit. Kann dreimal pro Ruhephase heilige Macht benutzen. Ach nee, hier 30% mehr Genauigkeit. Also grundsätzlich ist sie nicht schlecht, die Armbrust. I'm here. Certainly. And if I find something good, you can have half. Okay, junge Schneebären und Fallen. Und noch ein Schneebär und Schneebär. Zawa is ready. Keine Ahnung, ob der schon wieder auf Selbstverteidigung stand. Oh. Intellekt plus 3 ist auch noch ein seelengebundenes Ding. Sollte ja auch aufsammeln. Reise in die Waldlandebene und besiege die düsteren Schreiter. Okay. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Still don't see why we had to hurt the dogs. Ich weiß immer nicht, warum wir den Hunden wehtun mussten. Shut it about. Oh, was hat er doch gesagt? Hör dich mit dem blöden Hund auf. Okay, das hier sind ein paar. What? Hm.
Bei ihr auch? Nee, ist immer noch defensiv. Okay. Okay, ein bisschen Zeug. Oh. Henkers Kapuz. At once. Naja, die Rastvorräte, die wir nicht brauchen. Hier könnten wir das Gebiet verlassen. Noch eine außergewöhnliche Armbrust. Hier ist eine Lawine. Stand together. Wir werden wohl nicht viel finden. Teoks Leute haben schon alles abgegrast. Don't think we'll find much. Taug's people picked the place clean. There's gotta be something left under all this snow. Irgendwas muss unter dem Schnee doch noch übrig sein, sagt der andere. So, der Migrantenpriester, da sind schon wieder Briganten weg. Certainly. So, die Kiste hier haben wir schon. Im Fiebertraum geplündert. Eine gewaltige Menge Schnee ist auf der Handelsstraße gefallen und verhindert jedes Durchkommen. Mhm. Dieser blasse, raue Stein sieht anders aus als die übrigen Gesteinsformationen in der Nähe. Ah, hier ist aber noch eine Kiste. Not a sound. Interesting. In diesen schwarzen Ruinen leuchtet noch immer kleine Glutherde. Mhm. Der Ring der Befreiung, das ist nichts Besonderes. Abgesehen von ein paar Rußflecken scheint das Material dieser Lohe unberührt zu sein. Vielleicht sollten wir hineingehen und nachsehen. Costa und noch jemand anderes. Und Brüß, dann mal los. Es kommen schlimme Zeiten, sage ich dir. Das Paar blickt auf, als du dich näherst. Verflucht noch eine. Hast du dich schon genug getan? Wo geht es überhaupt? Der zweite Dorfbewohner stößt dem ersten eine Embung in die Rippen hart. Au, ich meine, wir glauben, dass etwas Schlimmes passiert ist. Wir haben ein paar von Hardys Ziegen frei herumlaufen sehen. Als wir hier hochgekommen sind, haben wir einige verdächtige Gestalten aus Hardys Haus kommen sehen. Anscheinend haben sie die Scheune niedergebrannt. Verdächtige Gestalten? Nicht nur Plünderer, meine ich. Sie waren bewaffnet, als würden sie in die Schlacht ziehen, und sie sahen grimmig aus. Bestimmt hat Kern etwas damit zu tun, ganz bestimmt. Warum steht hier... Wer ist Kern? Er ist ein Zwerg, lebt jetzt in Stalwart. Hardy und er streiten sich andauernd über die Grundstücksrechte, seit Jahren schon. Vielleicht ist er es nicht. Du solltest nicht einfach Leute beschuldigen. Warum steht ihr dann hier draußen rum? Wir hatten Angst, dass vielleicht noch einer von ihnen da drin ist. Wir sind Ziegenhirten, keine Krieger. Ich sehe es mir mal an. Großartig, hoffentlich täuschen wir uns. Neue Aufgabe, düsterer Eid. Mhm. Oh, Fische. Hallo. Hallo? Ja, dann gehen wir dann nachher hier oben lang und ja. Aber düsterer Eid... Einer der Einheimischen in der
Weißsteinsenke wurde von bedrohlich wirkenden und bewaffneten Fremden besucht und wurde seitdem nicht gesehen. Seine Nachbarn befürchten das Schlimmste. Den Nachbarn zufolge wurde Hadi kürzlich von einer Gruppe schwer bewaffneter und gefährlich aussehender Individuen besucht. Sie trauen sich nicht, sein Haus zu betreten und haben mich um Hilfe gebeten. Dann gucken wir mal. Einen scheint er erwischt zu haben. Noch mehr Rastvorräte. Jemand hat mehrere Seiten herausgerissen. Das Papier ist blutverschmiert. Noch ein Durchgang Kupferband und Getreide. Das Feuer ist fast erloschen. Nur eine kleine Glut glimmt noch. Die gute Pistole. Ein blutiger Daumenabdruck weist darauf hin, dass jemand ein Stück Brot abgerissen hat. Naja, lecker. Die Position des Toten lässt durch die Schwertwunde in seinem Rücken deutlich erkennen. Die Position des Toten lässt dich die Schwertwunde in seinem Rücken deutlich erkennen. Das verschmierte, getrocknete Blut um ihn herum ist jedoch noch nicht zu einem Brauntum verblichen. Also ist es noch relativ frisch. Seine Seele lesen. Du hörst ein Stöhnen, tief und voller Schmerz und wählst den Kopf ab, um zu sehen, was. Du spürst einen dumpfen Schmerz am Kopf und dein Blick verschwimmt. Ein fester Griff an deinem Arm zieht dich hoch auf die Knie. Elvina, wir haben nichts, was sich zu stehlen lohnt. Elvinas Stimme durchschneidet deine trägen Gedanken. Du blickst auf den Mann in Rüstung, der am Tisch sitzt. Dein Magen zieht sich vor Furcht zusammen. Oh nein. Er greift fast träge nach dem Buch. Du bemerkst, dass Elvina verkrampft, weißt aber nicht warum, bis er das Buch öffnet und der Brief hinausfällt. Familie? Der Mann lächelt, als er den Brief aufhebt. Nein, Elvina will nach vorne stürzen, aber der Mann hinter ihr packt sie am Arm. Veska scheint es in der Mühle gut zu gehen, nett von ihm zu schreiben. Dürfurt ist weit weg. Süßer schreit dabei. Genug, Zevestin. Schon gut, schon gut. Er wirft den Brief achtlos auf den Tisch. Sadistische Belustigung weicht augenblicklich brutal im Zorn. Tötet ihn. Du hast kaum Zeit, die Worte zu begreifen. Das Schwert, das dir in den Rücken gerammt wird, raubt dir gleichzeitig die Luft aus den Lungen und die Kraft aus den Gliedern. Der Wiener Schreiben wirkt so weit weg. Du musst zu ihr gelangen. Du musst irgendwie Eska warnen. Aber deine Beine gehorchen dir nicht. Du kannst nicht atmen. Die Erinnerung gleitet von dir ab, wie ein abgelegter Mantel. Die Schmerzen in deinem Rücken verschwinden ebenso schnell. Ja. In der Weißsteinsenke bin ich zufällig an einem Haus vorbeigekommen, das offenbar gerade überfallen wurde. Die Nachbarn haben sich nicht getraut, hineinzugehen. Vielleicht kann ich in Erfahrung bringen, was geschehen ist. Indem ich Hadis Seele gelesen habe, habe ich erfahren, wie es zu seinem Tod kam. Das Trio, das ihn getötet hat, ist darauf versessen, Hadis Sohn in der Mühle in Dürfurt aufzuspüren und den Auftrag zu Ende zu bringen. Okay. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, geht's gleich mal nach Dürfurt. Keine Zeit verschwenden und so. Erstmal aber den anderen beiden Bescheid sagen. I'd be glad to. Ja, was willst du? Hadi ist tot. Ich wusste, dass es übel sein muss. Danke, dass du es hast wissen lassen. Wie sieht es eigentlich bei uns? Wir sind bald am Max-Level. 4500 XP noch. Step lightly. Wie sieht es eigentlich bei Manua mit dem Ding aus? Noch drei Gegner müsste er töten. Frostschlamm. Oh.
Time to get back.